So, mal gucken. Wir spielen Xayah eine Runde. Gerade freigeschaltet. Und wir haben eigentlich ein ganz cooles Setup, ne? Aurora mit dabei. Kann ich auch hier... Warte, wo sind meine Emotes? Ja, auf Steuerung waren sie nicht, ne? Ich hab vergessen. V. Waren sie auf V? Ne. Auf jeden Fall Xayah ganz cool, weil sie so Federn rausfeuert. Und die dann wieder zurückrufen kann. Also wie auf PC halt. So, wir nehmen mit... Ich nehme mal die Projektile mit. Ich denke, die sind ganz gut. Da haben wir mehr Federn, die wir zurückrufen können. Das sollte gehen. Einmal kurz warten, bis alle hier ausgewählt haben. Sehr gut. Oh, oh. Und dann tatsächlich würde ich, glaube ich, diesen Bogen nehmen. Der schießt nämlich auch ganz gut Projektile raus, ne? Wir können auch diese Bibel nehmen, aber wir nehmen den Bogen. Jo, ja, der sieht gut aus. Der passt sehr gut rein. Zack. Hm, Projektile. Safe. Ich denke, mehr Federn sind sehr, sehr gut auf Xayah. Gehen wir Single Target, ja, ne? Da würde ich jetzt, glaube ich, den Blaster nehmen. Ja. Nehmen wir jetzt den Blaster mit und haben dann sehr guten Single Target Damage. Ich würde gerne wissen, was das Maximum ist an Federn, die auf dem Boden liegen können. Weil ich denke nicht, dass das unendlich sein werden. Ne, die gehen hier runter. Ja, ihr seht hier die Federn, glaube ich. Ja. Ich glaube, es sind 24. So wie es aussieht. Hier irgendwo ist hier ein Boss gewesen. Aua, 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 aua. Hier ist die Evolve für... Okay, ich bin in einen von diesen Bällen reingegangen. Und wurde... Ich wurde von viel gewone-shottet. Basically. Den Dolch. Sehr schön. Anzahl der Projektile auf 2. Wunderbar. Er hat mich basically gewone-shottet. Aua, aua. Aber man spielt natürlich auch ein ADC. Ne? Ist man gewohnt. Aus League. Nehmen wir mehr Aufsammelradius mit? Why not? Bringt uns nicht wirklich weiter, aber... Die Passive skillt ja mit Aufsammelradius. Im Endeffekt. Je mehr wir einsammeln, desto mehr... desto öfter kommt der Proc davon. Und daher, schon ganz cool. Hier ist mehr Schaden, aber weniger Leben. Das Ding ist, ich bin jetzt schon gewone-shottet worden. Ne? Und Aufsammelradius wäre schlecht für Xayah. Deswegen nehmen wir Tod und Stern mit, wo wir mehr Gold bekommen. Und Gold ist halt für diese Runde jetzt nicht gut, aber dafür für die anderen Runden. Ne? Ja, komm, nehmen wir den Handschuh mit. Why not? Koop sieht nach mehr Spaß aus. Ist auf jeden Fall lustig. Es ist nicht so herausfordernd, sage ich mal, Koop. Ne? Aber dadurch, dass du aufgehoben werden kannst und so weiter, die Leute dich retzen können, ist es so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ja, ist einfach ein bisschen einfacher. Ne? Ein bisschen mehr Laidback. Das mit Aufsammelradius ist aber wirklich ganz gut mit der Gold von Yumi. Ne? Mit dem Gold. Okay, wie hoch ist mein Radius wirklich? Okay, der ist ja insanely hoch. Von da, guck mal, von da oben habe ich eingesammelt. Da sind die Bomben. Okay, der ist wirklich sehr hoch. Cool. Also kann man mit Xayah theoretisch sehr, sehr schnell farmen. Hm, Schadenlauftempo. Ich würde alles nicht wollen. Ich brauche Lebensregeneration. Ne, ich brauche Crit Rating. Crit-Rating-Fähigkeitstempo brauche ich. Dann nehme ich erstmal Aufsammelradius mit. Nichts anderes gefunden gerade. Ja, wie cool. Dann kann ich ja super, super weit einsammeln. Was für mein Goldding hier natürlich sehr geil ist. Ne?
Auch wenn wir relativ wenig davon bisher gefunden haben von dem Gold. Ah, da ist Gold gewesen. Sehr schön. Ein bisschen was ist gedroppt. XP, wunderbar. Jetzt kommen die Schleimdinger. Nice, die droppen wirklich gut golden. Und ich meine, wenn man wirklich 300.000 Gold braucht, um alles zu maxen am Ende. Also nochmal obendrauf. Das glaube ich gar nicht mehr bad mitzunehmen. Oh. Die ganze Map wird eingesammelt. Hm. Ehrlich gesagt würde ich gerne erstmal die Passiven vollkriegen. Fähigkeitstempo, perfekt. Nehmen wir mit. Haben wir die Federn zurückgezogen? Na, die Schleime sind immer ein bisschen scary. So, Velvet-Kupplung. Einmal retzen. Ganz schnell. Ich sage, wie es ist, denn diese Bälle. Ich sehe die Bälle. Oh, Leute. Der Typ war in mir drin. Ich habe ihn nicht realisiert. Ich habe nicht realisiert, dass der in mir drin stand, der Boss. Ich habe nur gesehen, wo kommen denn diese Bälle her? Das habe ich nicht wahrgenommen, dass der da war. Unser Problem ist gerade, dass eine Person jetzt hier drüben ist und den Velvet-Ding macht. Alleine. Während wir hier noch am Struggeln sind. Oh, wir leben wieder, sehr schön. Ich habe es nicht realisiert. Hm, hier ist Battle Banner oder Projektile. Wir nehmen Projektile mit. Ich habe ihn nicht realisiert, den Ding. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne an der... Dann wieder Bälle. Leute, die Bälle machen so viel Schaden. Junge, Junge. Und wir haben einen Blaster bekommen. Und wir haben nochmal einen Blaster bekommen. Und wir haben... Aufsammelradius. Okay, jetzt sammeln wir, glaube ich, alles ein, oder? Okay, das brauchen wir für Lebensregeneration. Obwohl, ich gehe auf Projektile erstmal. Guckt euch mal meinen Radius an. Der Dolch. Ist das nicht dumm? Ich kann einfach alles looten. Egal, wo ich hinlaufe. Wenn man das noch kombinieren würde mit mehr Erfahrungspunkten, wäre das, glaube ich, ziemlich insane. Wenn man da noch mehr XP mit drauf drücken würde. Da ist ein Ball für super Erfahrungen. Ja, er kriegt auch so viel Gold mit rein. Yumi in der Mitte. Müssen wir mal zurückgehen. Ah, hier ist Crit Rating für den. Sehr gut. Packen wir den mit ein. Und jetzt fehlt im Endeffekt noch Laufgeschwindigkeit, oder? Nee, warte, wir haben alles. Also können wir uns jetzt noch eine neue Waffe aussuchen, die wir dann evolven. Müssen mal gucken, welche wir nehmen. Hier ist einmal die Handschuhe drinne. Der Handschuh. Sorry. Aber wir können den Blast nehmen. Der macht gut Damage, ne? Auf alle. Und den können wir auf jeden Fall evolven. Ja, nehmen wir den mit. Das ist so ein Laser, der von oben runter schießt. Ist solide. Kann man nicht meckern bei dem Ding. Rollende Wolle, okay. Wir müssen diesen Ball in die Gegner reindrücken. Wo ist der Ball? Oh. Handschuh. Ich sehe den Ball leider nicht.
Warte mal, wir haben Deni-Wolf, wir haben Deni-Wolf. Wir haben Deni-Wolf, wir haben Deni-Wolf, wir haben Deni. Wir können Schaden nehmen, tatsächlich. Dann nehmen wir 50% Damage mit rein. Da ist der Ball. Genau, alle haben gleichzeitig Level up, ja. Also wenn du XP einsammelst, bekommt die XP auch dein Kollege, sag ich mal. Oder Kollegen. Dann nehmen wir den Blaster. Ich finde unser Bild jetzt sehr gut, tatsächlich. Also jetzt haben alle Level up und wir warten gerade noch zum Beispiel auf Aurora. Was fertig ist. Das Problem mit dieser Wolle ist manchmal, du musst diese Mobs überrollen. Aber wir haben es geschafft. Erhöhtes Lauftempo, Erhöhung und Verringerung deines Lauftempos betreffen deinen Schaden. Also wenn ich, warte mal. Das ist sehr geil, aber ich habe leider, wenn ich mehr Lauftempo bekomme, bekomme ich mehr Damage. Ich habe leider nicht, was Lauftempo erhöht. Mehr Schaden, aber dafür weniger Fähigkeitstempo würde ich mitnehmen. Ist das Beste, was wir nehmen können. Wie kann man das spielen auf dem PBE von Riot Games? Ist sowas wie der PTR-Server. Musst du dir runterladen und einen Account machen. Okay, wir haben Blaster auf 5. Runterladen und dann einen Account machen. So. Pumpen wir einmal hier durch. Es ist halt sehr goofy, das Spiel, ne? Aber schon lustig. Okay, 4 Boss haben wir. Stimmt, ich habe meine Federn irgendwie lange nicht mehr benutzt. Ne? Blaster ist die Wolf, das heißt, der macht jetzt richtig viel Schaden. Das Ding ist halt, ich habe so viel Fähigkeitstempo verloren, dass ich leider gar nicht mehr so viele Federn habe. Ne? Lebensregeneration, sehr gut. Das ist ein bisschen schade gerade. Aber ich musste leider irgendwas bei Yumi nehmen. Und das war leider mit das Beste. Bunnybogen auf 3, sehr gut. Moin Dish, wunderschön. Okay, hier ist nochmal dick. Das P1 sammeln, es liegt ja nichts auf der Wampe. Weil wir so einen hohen Einsammelradius haben. Und die Bälle. Ah, dein Game-Modus kommt sowieso am 17. Juli raus. Also nächsten Monat. Und dann auch ohne 200 MS hoffentlich. Den rennen wir hier mal durch. Dann machen wir die Prüfung. Wir haben Juli. Oh. Stimmt, seit heute haben wir Juli. True. Da war ja was. Oh. Wir bannen dann erstmal die Waffen hoch, würde ich sagen. Alle Waffen auf 5, dann alles evolven. Da ist so eine Kanone. Kanonen sind super nervig. Ich bin gespannt, was der Evolve ist von seiner, von Xayas Dolch. Den habe ich noch nicht gesehen. Nehmen den mit. Schaden. Armbrust, sehr gut. Also Armbrust haben wir gleich evolved, sobald wir eine Karte finden. Okay, Xayah haben wir auch evolved.
Sehr gut. Beide auf 5. Wunderschön. Das Ding ist halt, guck mal, wie viele Federn ich kriege. Ich habe über 50 Federn, die ich zurückrufen kann. Hm, lass mal die Waffen nehmen, ja. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Boss haben, wie den hier zum Beispiel, und darauf rufe ich dann meine Federn zurück, ist ja gefühlt One-Shot, oder? Okay, Xayah haben wir entwickelt. Xayah wirft jetzt auch einen Dolch hinter sich. Dieser besondere Dolch springt von Gegner zu Gegner für so Schaden und kehrt dank Xayah zurück, der ihnen ein kleines Schild verleiht. Not bad. Wo ist der Dolch hinter mir? Schwer zu sehen irgendwie, ne? Und Bunny-Balliste auch entwickelt. Sehr gut. 15 Minuten geht eine Runde und dann kommt ein Bossfight. Lebensregeneration. 15 Minuten Bossfight. Wir gehen mal zu Yumi. Zack, Schaden erhöht. Yumi. Aber ich sehe leider diese Feder nicht, die hinten rauskommt. Sadly. Eventuell sterben die Mobs aber zu schnell. Den Blaster auf jeden Fall wollen die Waffen maxen. Ich glaube, die Mobs sterben zu schnell, dass diese Passive, sage ich mal, richtig reinfeuern kann. Oh, bin ein bisschen dumm. Ich bin in diese Gifte reingelaufen. Da muss ich hin, aber ich komme da leider nicht hin. Weil da die Gifte sind. Ich muss im roten Punkt. Schaffen wir das noch? Ja, sehr gut. Aufsammelradius immer noch doof. Na, haben wir jetzt zum 5. Mal gehabt. Fähigkeitstempo Ultimate würde ich auch nicht nehmen. Wir nehmen mal das mit. Na, wir haben ja Fähigkeitstempo verloren vorhin. Durch das, glaube ich. Und damit können wir es wiederbekommen. Leider sehe ich meine... Leute, ich habe über 100 Federn hier rumliegen. Junge, Junge. Und jede Feder macht 200 Damage. Wenn man die auf den Boss zieht und alles zurückholt. GG. Ich muss aber sagen, ich sehe uns trotzdem noch nicht wirklich den Boss besiegen. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber habt ihr jemals... Doch, da habe ich ein Schild bekommen. Da. Meine Passive von der ersten Fähigkeit. Es scheint zu funktionieren. Okay, Handschuhe auf 5. Sehr gut. Noch mehr Handschuhe. Dann haben wir den jetzt evolved. Und damit haben wir einen zweiten Handschuh hinter uns. Ja, damit rausschießt. Okay, jetzt ist halt komplett vorbei, ne? Nehmen wir wir nehmen mal Fähigkeitstempo. Jetzt ist wieder komplett vorbei hier. Blast auf 5, sehr gut. Okay, vielleicht bekommen wir noch einen Evolve hin. Dann hätten wir alles Evolve, theoretisch, ne? Ich würde sagen, Fähigkeitstempo. Ich meine, Crit wäre auch ganz gut, aber... Wir haben ja, glaube ich, einige Sachen, die nicht... Doch, wir haben...
alles kann kritten. Tatsächlich. Also wäre Crit auch sehr, sehr gut gewesen. Lebensregeneration. Und gleich den Bossfight haben, kann das ganz gut sein. Okay, Bossfight Time. Ich bin so gespannt, wie schnell der umfallen wird. Ne? Ich habe noch 120 Federn rumliegen. Kann ich die nicht direkt in den reinziehen? Warte mal. Jo, er hat direkt Hälfte AP verloren. Das ist klar. Der macht nichts. Aber diese Federn sind wirklich sehr, sehr stark. Holy moly. So, Minute 13 ist die bitterste RIP, ja. Also, das ist aber auch bei Vampire Survivors schon so gewesen. Irgendwann ist es nur noch ein Brei. Ein Brei von Pixeln. Aber man hat auf jeden Fall gutes Potenzial in dem Game. Ne? Also die können ja auch super schnell neue Sachen hinzufügen und so. Das könnte schon ganz lustig werden. Leute, ich kann mich nicht mehr bewegen. Mein Char hakt irgendwie komplett rum. Hilfe. Ich konnte nicht mehr wirklich laufen und mich nicht mehr wirklich bewegen. Ihr habt gesehen, der ist gelaufen, aber er hat sich immer jede Sekunde so einmal hingehakt. Das war ein bisschen meh. Aber die Tanks, die regeln das. Und Tank Leon hat's geregelt. Ich sehe nichts. One-Shot. Da müssen wir irgendwie schneller rauskommen, ne? Ultimate hatte ich leider nicht ab, für den Moment. Oh, nochmal ein bisschen hier Crit-Rating, wieso nicht? Oh! Aurora hat mich. Jetzt kann ich wieder Aurora retzen. Ich glaube, die anderen sind am Fighten, ne? Wir beide sind hier nur... Nein, ich muss Aurora retten. Und wir sind wieder dead. Junge, Junge. Und Aurora ist auch wieder gestorben. Und nur noch Leona lebt. Holy smokes. Aber ich sag's, wie es ist, ja. Leona ist allgemein so stark in diesem Game-Modus. Mit ihrer E ist sie jetzt super unsterblich, ne? Ich habe nichts gesagt.